Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Umzugsvideo. Wir sind nämlich wieder in unserem noch gar nicht fertigen Studio und bauen ein bisschen heute rum, beziehungsweise moven ein paar Sachen hier ins Studio. Ja. Ja, Was geht sonst noch heute? Ihr seht hier mein durchaus schon sehr aufgeräumtes Zimmer. Nee, wir wollen heute auch mal ein bisschen überlegen, wo die Traversen eigentlich genau an die Decke kommen, hier im Zimmer und auch im Hauptstudio und auch bei euch in den Zimmern. Mhm. Und auf jeden Fall aussehen. Und alleine wegen Unboxings und so. Ich habe gehört, Jonah hat auch Bock, irgendwas grau zu streichen. Also, vielleicht. Wir besprechen das auf jeden Fall noch in dem Video. Aber ich möchte noch ganz kurz auf die Kommentare eingehen von dem letzten Video, weil ihr habt super viel konstruktive Kritik gegeben und irgendwelche... Ja, ihr habt uns Ideen gegeben und ihr habt uns bereichert. Und darauf möchte ich jetzt einfach nochmal eingehen. Achso, und du musst heute auch noch bequatschen, wie du den Tesla hier laden möchtest. Genau, ja, auf jeden Fall. Also er steht schon in der Tiefgarage, aber Strom bekommt er noch nicht. Ein Kommentar, den ich besonders interessant fand, war von Tom Christian von Gössin. Und zwar, wie wäre es denn für den großen Raum, eine Bilderwand zu gestalten und zwischen den ganzen Bildern hängt dann ein Samsung The Frame, auf dem ihr immer das aktuelle oder beziehungsweise aktuelle Bilder laufen lassen könnt. Sehr geile Idee. Ich habe einfach mal ein paar Bilder im Internet rausgesucht, wie das Ganze dann aussehen könnte. Und mir persönlich gefällt es ziemlich gut. Aber da das natürlich hier ein ganzes gemeinschaftliches Projekt ist, könnt ihr hier oben einfach mal abstimmen, wie ihr das findet. Aber noch wichtiger ist, wie es meine Teamkollegen so finden. Was sagst du zu der Idee? Die Idee ist geil, aber die erste wichtige Frage ist, in welchen Größen gibt es das Teil überhaupt? Es gibt es bis 75 Zoll. Also ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Damit kommen wir. Wollen wir mal gucken? 75 Zoll? Breite mal deine Beine, deine Arme aus. Digga, wie groß sind 75 Zoll? 1,89 Meter, ja. Du bist nur 1,84, oder? Knapp über 1,80. Okay. Ja, breite mal deine Arme aus, dann wird es ja. Digga, das würde gar nicht so schlecht. Digga, das sieht wirklich nicht schlecht aus. In dem nächsten Kommentar geht es um den Serverraum und um meinen kleinen Abstellraum. Und zwar schreibt Pascal B. Der Tonaufnahmeraum in Jonas Zimmer ist eine miese Idee. Wenn ich ein privates Zimmer hätte, würde ich nicht wollen, dass da jeden Tag jemand eine Stunde in meine Abstellkammer will und dort quatscht. Dann lieber dort einen Serverraum, wofür auch immer, zum Speichern, zum sehr viele Daten speichern und in dem geplanten Serverraum den Voice-Over-Raum. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich feiere es da mehr. Was sagst du? Ja, zumal du wirst nicht dauerhaft im Studio sein. Ja. Wir werden nicht dauerhaft Voice-Overs aufnehmen sollen. Das macht man nicht jeden Tag, das dauert auch eigentlich nicht immer eine Stunde. Außer man hat irgendwie gerade mal so einen komplett schlechten Tag. Von daher, ich mache mir da jetzt gar nicht so viel Sorgen. Und ich finde den Platz hier auch einfach passender. Weil guckt einfach mal, das ist hier wirklich so ein richtig kleiner Raum, wo man sich dann einfach hier hinstellen könnte und dann einfach mal hier die Voice-Over aufnimmt. Aber wollen wir einfach mal in unseren Serverraum reingehen und mal ein bisschen darüber quatschen, was wir da reinmachen wollen. Und du hast ein Paket in der Hand. Genau. So. Das sind sozusagen schon die ersten Sachen, die wir hier mal hinstellen können. Das ist nämlich ein Paket mit Speicher. Wir haben hier 3x12 Terabyte Festplatten für unseren Server. Das heißt, da können wir ordentlich Videomaterial und alles abspeichern. Dann haben wir hier noch jeweils 1 Terabyte Festplatten, die wir bei uns am Computer anschließen können. Aber nicht irgendwelche, sondern das sind es nicht PCIe? Ja, genau. Das heißt, die sind besonders schnell. Sehr geil. Okay, okay. Es ist ganz schön viel passiert in meinem Zimmer in den letzten 3 Stunden. Und Felix und Elli haben sich gerade eine Wohnung hier in Leipzig angeguckt und waren dementsprechend gerade nicht hier. Ja, und eingekauft haben wir auch noch, der Club Mate-Kasten. Hier erstmal sein, aber ich bin mega gespannt. Ich durfte noch gar nicht ins Zimmer reingucken jetzt. Jonah hat gesagt, der will das filmen, also bin ich mal gespannt, was hier passiert ist. Uff! Ihr habt den Schreibtisch schon komplett aufgebaut, ja, oder? Geil! Oh mein Gott, sind die Kabel krass riesig, das ist ja echt unnormal. Aber heftig. Heftig. Wie findest du das Setup? Ich habe ein bisschen meine Pläne. Welches davon jetzt? Das hier. Ich habe ein bisschen meine Pläne umgeworfen. Ich finde das. Ich glaube, ich möchte einen längeren Schreibtisch haben. Das glaube ich auch. Allein gegen den KLKs brauchst du es einfach auch so. Nee, auch, dass ich das genauso wie ihr in Krefeld das hattet. Dass ich so eine richtig lange Küchenfront habe. Ja, so ein. Aber kannst du die dann auch hoch und runter fahrbar haben oder wie? Nee.
Und du wärst bereit, das aufzugeben für einen langen Schreibtisch? Ja, ich würde mal sagen, ich mache eh genügend Sport so und ich würde es damit dann kompensieren. Ja, stimmt. Und du kannst ja sonst auch, wenn du mal im Stehen arbeiten willst, können wir sonst ja auch durchswitchen oder so oder keine Ahnung. Aber was hat dich dazu gebracht, so umzudenken? Also was willst du mit so einem langen Schreibtisch machen? Ich hätte hier gerne noch einen zweiten Schreibtisch, also einfach so ein Setup, was ich so richtig clean aufgebaut habe, wovor ich immer filmen kann. Und hier dann quasi so ein Mastering-Setup, so mit besseren Farben, mit geileren Lautsprechern, so dass ich quasi zwei Setups habe. Einmal ein Setup, wovor ich filmen kann und ein Setup, was so perfekt ist für quasi Audio und Video. Was ist da denn passiert? Uff! Lol, die wurden gerade aus der Verpackung rausgenommen. Ja, vielleicht mal ein bisschen laute Musik anmachen, dann geht's wieder raus. Ja, so. Und hier möchte ich aber trotzdem noch eine schwarze Wand haben mit einer Couch davor, mein Logo. Das ist immer noch der Plan. Nice! Ey, man vergisst immer, ich habe ja den kleineren Light Dome und ich vergesse immer, wie groß der große Light Dome ist. Er ist schon sehr, sehr groß. Ja, aber er macht auch geiles sehr, Licht. Sehr, sehr geil, muss man sagen. Und ein fettes Lichtstativ. Also ja. Nicht schlecht. Aber gut, ich will mal Jonas zwar jetzt sehen. Oh, zeig ich mir her, gut. Das ist ja mein Zimmer auf einmal hinten dran. Ja! Das ist ein bisschen wie Weihnachten, oder? Ja, schon. Uff! Also ich muss sagen, hier... Also prinzipiell, was man vielleicht zur Erklärung noch dazu sagen muss, ich habe noch nie in meinem gesamten Leben ein Pro Display XDR gesehen. Nicht im Apple Store, nicht auf irgendeinem Event. Gar nicht. Nirgendwo, never ever. Ich auch nicht. Und jetzt will ich mir das mal hier gerade kurz anschauen. Also das ist ja... Also der Stand sieht auf jeden Fall so aus, als ob er 1000 Euro wäre. Das muss man direkt dazu sagen. Es sieht schon so aus, als würde es passen, Felix. Es ist ein sehr schönes Display. Ich weiß nicht, ob ich mich dran gewöhnen könnte, wieder 16:9 zu benutzen. Es sieht irgendwie falsch aus. Ist das echt dein erster Gedanke? Das ist mein allererster Gedanke. Mich hat das bisher noch nicht einmal gestört. Weißt du, was ich auch ganz wild finde? Und da wirst du jetzt vielleicht über mich lachen, aber mein Monitor ist ja gebogen. Ne? Ja. Und ich finde, den kann ich relaten. Der ist fast gebogen. So, als ob er falsch rum gebogen wäre. Er wird nicht flach, er wird so von innen rausgewölbt. Und ich denke mir, was ist denn jetzt hier los? Möchtest du vielleicht noch eins kaufen? Gucken wir mal, ich meine, es ist schon sehr teuer und ich bin sehr zufrieden mit meinem Curved-Display. Aber ich werde mal versuchen, in den nächsten Wochen mich vielleicht auch hier, wenn Jonas mir das erlaubt, mich auch hier hin und wieder mal mit meinem MacBook hinzusetzen. Und du musst auch erstmal noch deine Wallbox unten anbringen. Ja, also dafür musst wollen wir uns die Situation mal gerade anschauen. Ja, komm, lass mal. Wir gucken mal vorbei, wie es da aussieht. Das ist auch gleich richtig lustig. Weil Jakob hat ja auf meinem Parkplatz geparkt. Jetzt musste ich den Tesla verstecken. So, wir gehen mal in die Garage. Na Felix, erzähl mal, was gibt's hier für Probleme? Also ich will jetzt gar nicht damit anfangen, wie kompliziert es war, da reinzufahren. Also sonderlich bequem ist der Workflow nicht, aber immerhin hat man hier einen Platz, wo man sein Auto abstellen kann, was in Leipzig wirklich nicht selbstverständlich ist, weil da sind Parkplätze sehr, sehr rar. Allerdings wird das wahrscheinlich nicht der Parkplatz sein, wo der Tesla dann auf Dauer steht, sondern eher der, wo Jonas gerade da drüben steht. Moin! Und wo irgendein anderes Auto steht. Ja, von Jakob. Genau. Nee, hier wollen wir auf Dauer quasi den Elektroparkplatz fürs Studio einrichten. Jetzt fragt man sich vielleicht, hey, warum wollt ihr einen Parkplatz extra beim Studio? Ihr könnt euer auch das Auto dann bei euren Wohnungen parken, wo ihr wohnt, so, was soll das hier? Aber wir haben halt auch vor, mehr mit Elektromobilität zu machen, mehr Elektroautos zu testen und so weiter und so fort. Und da ist einfach extrem praktisch, wenn wir direkt unterm Studio vielleicht auch eine Möglichkeit haben, Elektroautos zu laden. Und unsere Idee ist es quasi, hier an diesem Parkplatz einfach eine Wallbox zu installieren, die dann hier ganz normal an den Hausstrom angeschlossen ist. Natürlich an unseren Zähler, ist ja vollkommen klar. Wir haben es mit dem Vermieter auch schon abgeklärt. Und dann können wir die da hinpacken. Immer hier entweder das Model 3 oder halt irgendwelche Testwagen, die wir gerade dann irgendwie oder andere Elektroautos. Oder wenn ihr mal auch endlich umsteigt. Nein, Spaß. Aber dann könnte man hier immer easy laden. Also ich stelle mir das so vor, hier oben ist ja hier die Kabelwanne. Wie sagt man dazu? Kabelbühne? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich würde auch sagen, Kabelkanal. Oder Bühne. I don't know. Auf jeden Fall kommt von hier dann das Kabel irgendwie raus. Da hinten ist der Hauptzähler von unserer Wohnung. Das haben wir uns alles schon mit dem Vermieter angeschaut. Und dann können wir das hier so rüberlegen. Hier so eine Wallbox hinmachen. Dann da einmal das Kabel runternehmen. Hier zur Seite dann in den Tesla stecken und gut ist. Ja, aber wir wollen zwei Ladestationen haben. Das ist natürlich das Ding. Also desto mehr Elektroautos dann irgendwann dazukommen, desto mehr Ladestationen wollen wir eigentlich auch. Die Frage ist, geht es überhaupt an so eine Duplex-Parkanlage, so eine Ladestation dran zu machen? Die Antwort ist, es ist kompliziert, aber nicht unmöglich. Denn es gibt auch Ladestationen,
die man hier dann so an der Seite befestigen kann. Ah ja, der Tesla meldet sich zu Wort. Also die kann man dann hier so an dem Balken quasi festmachen und die sind dann mit so einer, wie nennt man das? Ja, wie bei einem höhenverstellbaren Schreibtisch halt auch so ein Kabelding, das sich so bewegen kann. Und dann könnte man es auch in Duplex Parker laden. Da sind wir noch am Schauen, dass wir das hoffentlich auch hinbekommen. Aber vielleicht hat das Ganze jemand schon mal von euch gemacht. Ihr könnt es auf jeden Fall einfach mal in die Kommentare schreiben oder uns bei Instagram, Twitter einfach mal schreiben. Falls ihr schon mal eine E-Ladesäule an einen Duplex, an eine Duplex-Ladestation rangebaut habt, beziehungsweise Parkplatz, das würde ich sagen, dann schreibt es uns einfach mal, weil wir wissen noch nicht ganz, wie wir das Ganze anbringen wollen. Ich bin gerade am überlegen, wie lange ich die Traverse machen will, weil es gibt unterschiedliche Längen, die man da halt mit kombinieren kann. Und was wir jetzt haben auf Yvettes Seite, danke fürs Halten, sind 1,5 Meter. Dieses Teil hier ist 2 Meter lang und es wären 2 mal 1,5 Meter, also 3 Meter. Und jetzt ist halt die Frage, mache ich die Traverse kurz oder lang? Weil ich finde, kurz ist sie ein bisschen kurz und ich finde, lang ist sie ein bisschen lang. Das Ding ist, ich will auf keinen Fall, Leute, ihr müsst sagen, wenn es anfängt zu nerven, ne? Dass ihr das halt müsst. Aber ich bin so ein bisschen am Überlegen, weil hier will ich einen Fernseher hinmachen und ein Sofa. Da muss nicht unbedingt Traverse drüber sein, finde ich, damit man hier nochmal so ein bisschen... Schwierig. Oder? Weil ich meine, wenn man hier sitzt, sozusagen auf der Couch und man guckt so auf den Fernseher und da hängt noch so eine Traverse drüber, ist es doch ein bisschen... Könnt ihr die mal ganz hoch bis an die Decke pushen, damit es ganz... Nein! Ich werde es nicht groß machen. Sorry, ich mach's mal selber. Okay. Okay, Yvette, stell dich mal in die Ecke und sag mir, ob du findest, hier rechts hinter mir, und sag mir, ob du findest, dass die wieder zu doll in den Raum reinragt, wenn du da sitzt. Jetzt können wir mal ein bisschen in die Richtung laufen. Also wenn wir so das machen würden. Hängt wenn man hier sitzen würde. Ja. Und du schaust auf das blaue Bild, das ist ein Fernseher. So gefühlt. So hängt dir das zu oder? Er sieht's nicht. Null. Also ich finde gar nicht. Mich juckt das nicht. Ja, mich würde das auch überhaupt nicht jucken. Ich würde dich stören, wenn du weißt, dass über den Fernseher noch Schränke kommen. Nö. Mich auch nicht. Null. Du bist 100% für lang, oder? Ich bin 100% für lang. Wenn ich hier sitzen würde, würde ich nicht runtergehen. Ja, wir können runtergehen. Okay, ihr könnt einfach mal in die unten in die Kommentare schreiben, ob ihr für Variante lang oder Variante kurz seid. Ich bin definitiv für lang. Ich bin noch nicht ganz entschieden. Das Ding ist, ich finde es mit dem lang eigentlich, es füllt den Raum schöner, aber mit dem kurzen hätte man wie so eine Art Drittelung des Raums. Die Frage ist halt, möchte ich die Traverse nur über dem Unboxing-Studio-Teil quasi oder möchte ich, dass sie einmal quer durchs ganze Zimmer ballert? Und da bin ich mir halt gerade echt einfach noch nicht so sicher. Also so richtig können wir uns noch nicht entscheiden, wie wir das Ganze bei Felix gestalten wollen. Yvette hat jetzt einfach mal 2 Skizzen hier skizziert und da könnt ihr einfach mal abstimmen. Also ihr seht hier einmal Variante 1 und Variante 2 und ihr könnt hier oben einfach mal in der Abstimmung entscheiden, was ihr besser findet. Das heißt, findet ihr es besser, dass es ein großes Quadrat ist oder eher so ein Rechteck? Ja, aber wie soll es denn bei mir jetzt werden? Ja, das ist ja die nächste Frage. Ne? Könnt ihr vielleicht mal die Teile hochhalten. Ja, so. Willst du auch ein L haben oder willst du ein Quadrat? Ich will ein Rechteck haben. Okay, gut. Dann natürlich die lange Seite eher, also wir müssen Plätze tauschen, oder? Genau. Vielleicht ein Tick zu lang. Dann ist halt auch die Frage, willst du es mit, obwohl ich glaube, bei dir könnte das schon ausreichen. Digga, das reicht aus. Das reicht komplett. Ja. Also da müssen wir gar nicht... Ich würde sagen, für dich war jetzt easy. Du könntest das sogar noch kürzer machen, eventuell. Also das ist ja 1,5 Meter, du könntest auch nur 1 Meter machen. Was sagt ihr dazu? Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, weil dann könnte ich auf jeden Fall hier so Top-Down-Shots machen, irgendwie hier so runter, wenn ich dann irgendwie hier das so ranhalte. Ich glaube, das worked ganz gut. Das war jetzt gar nicht so kompliziert. Das war erstaunlich einfach. Ansonsten war es das mit diesem Video. Danke für eure Hilfe. Gerne. Bis zum nächsten Video wieder. Macht's gut, es war mit dir meine Ehre. Oder es war uns wie meine Ehre. Oh, macht's mein gut. Gott. Ciao. Ciao. Regt sich wieder nicht ein, Junge. Tschüss. Seid ihr eigentlich noch zusammen? Nee.